Hey! Na komm hier, das ist für dich. Gefällt Ihnen meine Veranstaltung? Ja. Sie übertrifft alle meine Erwartungen, Kirk. Das glaube ich Ihnen. Und das hier? Die nächste. Da, unterschreibe. Jetzt du. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sullivan? Ja, Sir? Gib mir die Münze und die Waffe. Ja, Sir. Hey, hey, Sam. Sieh mal die hübsche Squad da. Lieblich. Was bedeutet das? Die Bleichgesichter versuchen uns zu betrügen. Ich glaube, für unsere Sache ist die Rote da drüben geeignet. Kommt her, kommt her! Das sind die letzten Schätze, die ich zu verschenken habe. Hier, das ist für dich. Warum? Das schenke ich dir auch. Warum beschenkst du mich, weiser Soldat? Weil du ein weiser Mann bist und ich einen tapferen Krieger ehren möchte. Das Bleichgesicht ist noch viel schlauer, als ich dachte. Hier habt ihr noch was! Sie können die Liste aber zankt euch nicht! Ich habe eben mein wichtigstes Geschenk gemacht. Ich habe es gesehen, Colonel. Sehr großzügig von Ihnen. Ja. Muss er nicht unterschreiben? Nein, das ist nicht nötig. Geld und Waffen. Mit Ihrer Hilfe wurden die besten Verträge geschlossen. Tashunko und Winona ahnen, dass die Cheyenne betrogen werden sollen. Aber auch Hihaka Win, die Gefangene bei weißen Banditen gewesen war, durchschaut das Spiel. Man muss etwas tun. Tashunko Sapa hat recht. Wir werden einen Streit anfangen, bis die Männer da sind. Kommt! Verlass das Dorf! Wir wollen nichts von euch Ihre haben. Ihre Veranstaltung scheint etwas daneben zu gehen. Das macht nichts. Der Vertrag ist unterschrieben. Hier, Bleichgesicht, hast du deine Geschenke wieder. Wir wollen eure Sachen nicht, ihr Betrüger. Warum geht ihr nicht? Verlasst endlich unser Dorf. Ihr bringt nur Unheil über uns. Kleiner. Da ist sie nicht hübsch. Und wenn sie wütend wird, ist sie noch hübscher. Die wäre mein Fall. Zu spät. Colonel Stevens, die Krieger kommen zurück. Vorsicht, Sullivan. Jetzt müssen wir Ruhe bewahren. Okay. Geben Sie mir den Vertrag. Verlass das Dorf! Nein, das Dorf gehört jetzt mir. Eure Frauen haben es mir gegeben. Du weißt, dass sie das Recht dazu haben.